Herzlich willkommen zum Q&A-Forum Dezember 2021 zum Kurs Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmotivation. Im Dezember sind keine Fragen eingegangen, darum möchte ich gerne über einen Forumsbeitrag sprechen mit dem Titel Unbewusster Verstand und Entscheidungen. Ich glaube, dass wir viel zu wenig uns bewusst sind, welche Macht das Unbewusste in uns wirklich hat. Die Vera Birkenbiel hat schon gesagt, wenn du eine Taschenlampe hättest, die vielleicht 5 cm leuchten kann, wie weit wäre im Vergleich dazu das Unbewusste, wenn die Taschenlampe deinen bewussten Verstand darstellen würde? Und sie sagte, naja, das Unbewusste hätte eine Ausdehnung von 11 Kilometer im Vergleich zu 5 cm. Also es ist schon ein ganz enormer Größenunterschied zwischen dessen, was uns bewusst ist, natürlich unser Bewusstsein, und zwischen dessen, was uns einfach unbewusst ist. Und das heißt ja deswegen, es ist uns unbewusst, weil es uns eben nicht bewusst ist. Man könnte auch sagen, der bewusste Verstand ist der Teil des Unbewussten, der uns gerade bewusst ist. Und wir können sozusagen unser Unbewusstes viel stärker nutzen und auch die Erinnerungen und Erfahrungen, die darin gespeichert sind, viel stärker nutzen und sie uns bewusst machen. Wenn es um das Thema Entscheidungen geht und Intuition, dann, glaube ich, kann man sich Folgendes vor Augen halten. Wenn wir annehmen würden, dass wir in unserem Unbewussten alle unsere Erinnerungen speichern, die wir in unserem Leben jemals gemacht haben und machen, dann ist das natürlich eine ganze Menge. Und wir können jetzt hergehen und unseren bewussten Verstand dazu nutzen, um uns diese Erinnerungen von damals bewusst zu machen. Es sind natürlich immer nur Erinnerungen und Erinnerungen entsprechen niemals der Wahrheit und niemals dessen, was tatsächlich passiert ist, sondern repräsentieren bestenfalls einen kleinen Ausschnitt davon. Es sind jedoch unsere Erinnerungen, die mit unseren Emotionen verknüpft sind und nicht das, was tatsächlich passiert ist. Das heißt, die Erinnerung ist mit der Emotion verknüpft und nachdem eine Erinnerung stets eine Erinnerung ist, ist es auch legitim, diese Erinnerungen in einem Coaching-Prozess zum Beispiel zu verändern und zu adaptieren. Und der Punkt ist jetzt, dass in unserem Unbewussten alle unsere Erinnerungen abgespeichert sind. Jedoch nur ein Teil dieser Erinnerungen sprachlich repräsentiert werden kann. Wir haben für viele Dinge, die in unserem Leben passieren, einfach keine sprachlichen Begrifflichkeiten. Wir können sie nicht mit Worten formulieren, sondern wir sagen einfach, da haben wir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Das ist das, was wir als Bauchgefühl bezeichnen. Das sprachlich zu beschreiben, geht irgendwie nicht. Da fehlen uns die Worte. Wir können sozusagen nur das Empfinden darüber ausdrücken. Die Dinge, die wir sprachlich repräsentieren können, die nennen wir die Tiefenstruktur der Sprache. Das heißt, wenn wir uns an etwas erinnern, an ein Ereignis aus unserer Schulzeit zum Beispiel, dann können wir darüber sprechen, was damals war, wie wir es empfunden haben. Und das ist sozusagen eine Erinnerung an damals, die wir sprachlich ausdrücken können. Und das würden wir als Tiefenstruktur der Sprache bezeichnen. Allerdings reicht oft die Zeit nicht, um tatsächlich alles durch Sprache auszudrücken. Also wenn ich jetzt jemand fragen würde, wie war dein gestriger Tag? Dann bekäme ich vielleicht die Antwort, ja, der war ganz gut. Oder er war nicht so gut. Das heißt, was über den gestrigen Tag jetzt gesagt wurde, ist mehr oder weniger eine sehr grobe Zusammenfassung dessen, was gestern passiert ist mit einer persönlichen Bewertung. Diese sprachliche Repräsentation bezeichnen wir als Oberflächenstruktur der Sprache. Das heißt, zwischen Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur findet ein Transformationsprozess statt, den wir unter den Begriffen Generalisierung, Tilgung und Verzerrung kennen. Das heißt, Dinge werden verallgemeinert, manche Sachen werden ausgelassen, werden getilgt und andere Dinge werden sozusagen überproportional hervorgehoben. Das heißt, das gesagte Wort ist immer nur eine Zusammenfassung oder eine Verallgemeinerung dessen, was tatsächlich passiert ist und was wir tatsächlich sprachlich auch repräsentieren könnten, und auch dessen, wofür wir sprachlich jetzt keine Ausdrucksweise haben. Wenn wir jetzt unseren Verstand benutzen, dann funktioniert unser Verstand über unsere Sprache, weil wir uns intern
Checklisten, Abläufe, Prozesse, Zahlen, Daten und Fakten zurechtlegen, die wir sprachlich jetzt beschreiben können. Und wir wissen ja bereits, dass dieser bewusste Verstand, diese sprachliche Repräsentation unserer Erinnerung nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was tatsächlich in unserem Unbewussten als Erinnerungen, in unserem Bauchgefühl, wenn du so möchtest, abgespeichert ist. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur Zahlen, Daten und Fakten zur Entscheidungsfindung heranzuziehen, sondern eben auch unsere Intuition, unser Bauchgefühl heranzuziehen, auch wenn wir es mit Worten nicht beschreiben können. Und ja, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass das Bauchgefühl oft wesentlich zuverlässiger ist als der Verstand. Das heißt, aus dem Bauchgefühl getroffene Entscheidungen funktionieren in vielen Fällen besser als Entscheidungen, die wir rein bewusst durch unseren Verstand herbeigeführt haben. Wir können jetzt ganz einfach nachvollziehen, warum das der Fall ist, nämlich weil unser Unbewusstes ein viel größeres Repertoire an Erfahrungen aus unserer Vergangenheit berücksichtigen kann, als wir das sprachlich jemals repräsentieren können. Und somit ist es eine gute Idee, sowohl den Verstand zur Entscheidungsfindung heranzuziehen, als auch mindestens in demselben Maße unser Bauchgefühl dazu zu verwenden. Wichtig ist noch, wenn du den Verstand heranziehst, dass du Dinge vergleichst, die auch tatsächlich miteinander verglichen werden können. Also bildliche Vorstellungen, eine bildliche Erinnerung mit einem bildlichen Eindruck zu vergleichen, macht Sinn. Etwas Gehörtes mit etwas Gehörtem von früher zu vergleichen, macht Sinn. Oder Gefühle miteinander zu vergleichen, das macht Sinn. Schwierig wird es bei Entscheidungen, wenn Dinge verglichen werden wollen, die man nicht vergleichen kann. Also wenn du zum Beispiel jemanden fragen würdest, wie weißt du, ob du dieses Wort richtig geschrieben hast, dann sagen manche Menschen, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oder andere Menschen sagen, ich vergleiche das geschriebene Wort mit einem Bild aus meiner Erinnerung, wie ich dieses Wort zum Beispiel einmal im Wörterbuch gesehen habe oder in einem Buch gesehen habe. Und vergleiche diese beiden Bilder miteinander. Dieser Vergleich von zwei Bildern ist viel zuverlässiger, als wenn ein Bild mit einem Gefühl verglichen wird. Das Gefühl soll ein Ergebnis des Vergleichs sein, aber achte immer darauf, dass du nur Dinge miteinander vergleichst, die auch tatsächlich vergleichbar sind. Also wenn du zum Beispiel in ein Geschäft gehst und eine einfache Sache wie ein Kleidungsstück kaufen möchtest, dann sieht dieser Verkaufsentscheidungsprozess bei vielen Menschen gleich aus, nämlich wie folgt. Ich habe ein Bild von dem Kleidungsstück, von dem Mantel, den ich kaufen möchte und sehe diesen Mantel in der Auslage. Vergleiche diese beiden Bilder miteinander und erkenne eine Gleichheit. Das heißt, ich gehe in das Geschäft hinein und was die meisten Menschen machen wollen, ist dann, dass sie es probieren wollen. Sie wollen schauen, wie es sich anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, wenn es passt, dann wird nach dem Preis gefragt. Ist der Preis des Kleidungsstückes in einem Bereich, wo du sagen würdest, ja, das ist es mir wert, dann wirst du es kaufen. Ist es in einem Bereich, wo du sagen würdest, nein, das ist es mir nicht wert, dann würdest du es ihm nicht kaufen. Und so ist der Entscheidungsprozess bei den meisten Menschen von uns, wenn es um einfache Dinge des Lebens geht, ob wir sie kaufen oder nicht kaufen. Das heißt, etwas Erwartetes wird mit etwas Gegebenem verglichen. Zwei Bilder zum Beispiel, dann wird es probiert, dann wird der Preis überprüft, auditiv digital, und dann wird die Entscheidung getroffen, ja oder nein. Das heißt, wenn du Entscheidungen triffst, dann verfolge deinen Gedankengang, der dich zu diesen Entscheidungen geführt hat. Ist dieser Gedankengang relativ straightforward, also linear sozusagen, ein Vergleich nach dem anderen bis zu einem guten Gefühl? Oder sind deine Gedanken in Schleifen, die dich immer wieder zurückführen, weil du dir nicht ganz sicher bist, weil du vielleicht nicht alle Argumente hast, weil du ein schlechtes Bauchgefühl hast? Wenn du dich oft in Schleifen drehst, dann hinterfrage, wie dein Entscheidungsvorgang aussieht. Welche Dinge du miteinander vergleichst, ob diese wirklich miteinander vergleichbar sind. Also achte immer darauf, Bilder mit Bildern zu vergleichen, Geräusche mit Geräuschen zu vergleichen.
Gefühle mit Gefühlen zu vergleichen, Geschmäcker mit Geschmäcken zu vergleichen und Gerüche mit Gerüchen zu vergleichen. Also ich lade dich ein, deine Entscheidungsprozesse an der Stelle ein bisschen zu hinterfragen und auch aufzuschreiben. Wie sieht denn das im Detail aus, wenn du etwas Einfaches für dein Leben kaufst, wenn du etwas Komplexeres kaufst, etwas Aufwendigeres wie ein Auto oder ein Haus kaufst, wenn du eine berufliche Entscheidung zu treffen hast, schreibe dir deine Gedankengänge auf und überprüfe, ob diese Gedankengänge einem Muster folgen. Und du wirst wahrscheinlich feststellen, es wird immer mehr oder weniger das gleiche Muster sein, das hier abläuft. Und überprüfe die Sinnhaftigkeit der Entscheidungen und der Vergleiche, die du dort anstrebst. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil gute Verkäufer das in jedem Verkaufsgespräch machen. Sie elicitieren den Einkaufsprozess ihrer Klientel, elicitieren im Sinne, sie bringen ihn an die Oberfläche, machen ihn bewusst, indem sie zum Beispiel fragen beim Autokauf, wie sie das letzte Mal ein Auto gekauft haben, wie haben sie sich denn entschieden, wie sind sie denn zu ihrer Entscheidung gelangt. Oder als sie das letzte Mal ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung, wie sind sie zu ihrer Entscheidung gekommen, was war ihnen damals wichtig. Einkaufsprozesse, Entscheidungsprozesse funktionieren mehr oder weniger immer nach dem gleichen Muster, sind allerdings natürlich mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Jedoch der Entscheidungsvorgang, die Entscheidungsstrategie ist immer sehr ähnlich. Ich lade dich ein, diese Dinge auszuprobieren, an dir selber zu beobachten, wie kommst du denn zu guten Entscheidungen und wie kommst du denn zu Entscheidungen, wo du sagst im Nachhinein, naja, das hätte ich besser anders entschieden. Und leg diese beiden Strategien nebeneinander und du wirst möglicherweise deutliche Unterschiede erkennen können und in Zukunft eben bessere, zielführendere, adäquatere Entscheidungen treffen können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und Freude beim Ausprobieren und freue mich auf deine Rückmeldungen. Dein Thomas Wilhelm Albrecht.